Vielen Dank, Boris Palmer. Jetzt darf ich noch mal kurz die Musik auch noch mal bitte in Joe Kraus und seine Band, dass die noch spielen und wir machen dann auch später mal weiter. Herzlichen Dank für diese ganz tollen Argumente, die hier wieder hier angekommen sind. Das heißt wirklich Stuttgart 21 und das möchte ich nochmals halt betonen. Es handelt sich nicht um die Neubaustrecke, sondern letztendlich den Bereich Wendlingen bis zum Bahnhof. Dieses ist abzulehnen, weil es auch für Ulm keinerlei verkehrlichen Nutzen bringt. Wir werden in Ulm auch kein S-Bahn-Konzept durchsetzen können, wenn es keinen integralen Taktverkehr mehr gibt. Und da sind wir schon beim Thema, nämlich beim Takt. Und ich gebe das, ja nicht das Wort, sondern zur Musik, zu Joe Kraus und seiner Band. Danke. Vorstellen, die extra aus Stuttgart angereist sind. Ich fange mal direkt an. Am Bass der Veit Hübner. Hinter mir am Schlagzeug Thorsten Grill. Den sieht man immer auf Spiegel Online. Wenn blockiert wurde, da sitzt er meistens in der nächsten Reihe. Und am Piano Uwe Schenk.
Vielen, vielen Dank. Ja, also wir kommen seit dem Zug raus. Wir spielen vielleicht noch eine Nummer. Schade, dass es immer so kalt ist hier. Deswegen würde ich sagen, dann rap ich noch, dann wird es mir noch wärmer. Das Tropik ist eh so kalt. Now listen up, listen up, listen up. You gotta listen up, here comes a track that will blow. And I don't give a damn if it's rain. We just like the notes, who would be stretching. It needs unpredictable harmony, sensible. Let the rhythm move you if you like to. And free your mind and let it flow if you like to. We're using elements like earth, wind and fire. So open your soul and inspire, inspire. And so you're talking about a concept, a new style. I'll tell you what, we just play to feel fine. So hold your breath, sit back, listen to energy, ability and spirituality. So turn it up, the rhythm is gonna get you. Feel the bass, it's pumping in your head now. Touch your soul, know what I'm saying now.